Hallihallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Borderlands 2. Jo. Jo. Guck mich hier nur um. Tu das. Find hier aber gerade nicht den Weg nach oben auf dem Haus. Du kannst gerne mit dem reden und die anderen Missionen holen. Okay, mach ich. Mhm. Ich hab einen Job für dich, Buddy. Untertan! Mein Empfänger hat eben ein Signal einer anderen Claptrap-Einheit aufgefangen. Vielleicht bin ich doch nicht der Letzte meiner Art. Du musst sie finden. Kenne deinen Feind, Untertan. Wenn du Professor Nakayama erledigen willst, solltest du so viel du kannst über ihn erfahren. Ich glaube, er hat ein paar seiner Audiotagebücher verloren. Finde sie. Ein bettmessender Skerk hat überall in meinem Wald sein Revier markiert. Ich habe eigentlich keinen Geruchssinn, aber ich verfüge über genug Selbstachtung, um was gegen Leute zu haben, die mein Eigentum vollpinkeln. Du musst das Pipi für mich abwaschen, aber das geht nur nachts. Tagsüber ist Skagpisse unsichtbar. Hey, du und Hammerlock, ihr habt ohne mich Freundschaft geschlossen, weil er dich losschickt, um Viecher zu killen, oder? Na und schon, das kann ich auch. Ich habe irgendwo ein Rack gesehen, das man nur mit was Hellem und Lautem anlocken kann. Mit Schießpulver zum Beispiel. Los, treib welches auf. Hier sind die Waffen. Habe ich schon gesehen. So, wo gehen wir als erstes hin? Die Rakete klauen. Okay. Weil wir das eine doch eh nicht machen können, wenn es nicht nachts ist. Stimmt. Du gerade lang. Hier unten den Weg. Mhm. Okay. Der ist noch schwarz bei mir. Ach nö, hier wird gleich was gespawnt. Ich würde dir gerne zugekommen, aber ich habe keine Ahnung, wie du da hingegangen bist. Blöde hier ist, du weißt auch nicht, wann genau nachts ist, weil das hier sieht auch genau nachts aus, ne? Ah, da bist du. Und wieder ein Skin, den ich schon hab. Holzkohle. Willst du den haben? Ich versuche immer noch herauszufinden, wo zum Henker du bist. Vorne lang gegangen. Wo vorne? Runter. Karte, du bist doch sogar richtig. Okay. Ich glaube, jetzt ist Nacht. Jetzt können wir das, glaube ich, machen. Okay. Kann man schlecht sehen. Ich weiß nicht, wann Nacht ist. Sieht nach Nacht aus. Nimm dir einfach den Skin mit. Was hast du nicht genommen? Wo ist der Skin? Dort vorne drauf oder sonst. Okay. Hab ich. So, und jetzt wisch die Skagpisse auf. Alles klar. Ich weiß nicht, ob Nacht ist. Es ist Nacht. Okay. Ich habe die Mission aber gehasst, weil die ist verbuggt. Musste mal mehrere Tage warten, bis ich die schaffen konnte. Auf meinen Befehl! Versucht das Zeug so schnell wie möglich sauber zu machen, ne? Weil wenn wieder Tag wird, dann müssen wir den ganzen Tag warten. Mhm.
Schaffst du? Ja. Hier kommen viele, ne? Ja. Jetzt sollte man eigentlich auch nicht so schnell machen, aber das mache ich immer so schnell. Mir macht's nichts aus. Kann so richtig viele auf einmal killen. Ja. Das heißt, ich kann ja auch viele killen und dadurch, dass ich so viele kille, bleibt mein Deathset. Ich kann noch mehr killen. Ist es auch wirklich nur auf den Sachen, die ihm da gehören. Okay. Also daran kannst du es auch schnell erkennen, wenn da irgendwas ist, was hier wahrscheinlich nicht reingehört. Weißt du, dass der Piste drauf ist. Ich glaube, ich bin hier aus dem Wald rausgegangen. Ja, das sieht man doch. Laut Karte ist hier immer noch der grüne Kreis. Ja, aber gehört nicht mehr dazu. Okay. Ich finde das immer scheiße, das letzte findest du nie. Oh, kann man wohl. Das hast du gerade ehrlich nicht gesehen? Nö. Da stellst du gerade vor. Ich bin halt blöd, okay? Wie ist es jetzt wieder Tag? Wehe. Ja, ich seht. Wir müssen schnell sein, sonst wird es wieder Tag. Schnell. Ist vor allem auch nicht im Kreis. Das ist richtig schwer. Da saust die Knorpelmühle. Ja, danke, das ist fair. Das habe ich auch voll verdient, wenn der auf dich schießt. Du hast ihn. Genau in dem Moment dann auch. Da kommt noch einer. Scheiße. Da hab ich halt Säure auf den Säure-Typen. One-hitted. Ich komme dann rüber. Okay. Kannst ja schon mal eine andere Mission auswählen. Durch, Robert! Oder ich mach das. Ich sehe schon, dass du beschäftigt bist. Danke. Alter. Oh, hier sind die Teufelsmedizinmänner schon wieder. Das sind Blitzmedizinmann. Hier sind ganz viele Medizinmänner. Mein Handy hat ein Geräusch gemacht. Ich hab nichts gehört. Kannst du auch nicht hören.
Da ist noch ein Medizinmann. Wie viele sind hier noch? Diesem Zaun ist kein Zaun dran. Ich bin die Größte! Hast gesehen, der war schon stärker als das, was wir hier hatten. Blutrünstig. Okay. Wenn da wirklich mehrere von diesen Medizinmännern sind, ne, dann ist es gefährlich. Oh Gott! Heute hat Handsome Jack zu mir gesprochen. Ich wurde in seine Turbo Mansion geschickt, um Iridium zu liefern. Und oh, der Klang seiner Stimme. Diese Weisheit, diese Schönheit. Ich weiß nicht mehr genau, was er sagte. Irgendwas, dass er mich erwürgt. Ich war das so anstach. Aber ich bin der glücklichste Mensch auf Pandora. Oh, für die Bände. Ja. Zum Teufel mit dem ersten Gesetz! Warum müssen immer so viele Badass-Wilde hier sein? Keine Ahnung. Einer ist down. Mir die Waffen jetzt noch nicht angeguckt. Da unten ist noch so ein Medizinmann. Wo? Oh. Dort. Ich sehe es. Hab ich auch schon. Hab ich auch schon. Warum kann der Blitzmedizinmann zu einem Wirbelsturm werden? Warum können die eigentlich alle zum Wirbelsturm werden? Keine Ahnung. Wow, ein Wurf und tot. Ja. Okay, das war eine Rifle. Guck mal, was mir dann geschrieben wurde hier. Bitte was Gutes, bitte was Gutes! Ach, YouTube. Copyright? Weißt du jetzt, wie man mit dem Schildkrötenpanzer rutscht? Bei The Forest. Kann man das? Das kann man jetzt, ja. Im Schneegebiet. Okay. Haben wir noch nie gemacht. Habe ich auch noch nie ausgetestet. Das habe ich nur in der ersten Folge irgendwann mal gesagt, wo das rauskam. Und dann habe ich es nie gemacht. Habe es komplett vergessen. Wollte es auch irgendwie nicht austesten. Wollte dafür jetzt nicht so weit laufen. So, Luftkissenboot ist da. Ja, ich bin an Bord. Brauchst du schon fast nicht einsteigen, weil wir nur bis hierhin gehen. Du stehst gerade dran und vorbei. Jetzt glaube ich auch noch mal drauf schießen können, dann wäre vorbei. Ich habe mal auf drei Packen gewartet im Endeffekt. Ich werde dir zeigen, was ein Was ist jetzt los? Ich habe auf einen Typen auf den Kopf gezielt, habe daneben geschossen, habe aber einen Typen, der hinter ihm rauskam, ins Bein getroffen und den, der rauskam, one-hitted. Hier ist irgendwas mit Zepper gewesen. Zepper-Klassen-Mod war da. Okay. Zepper hört sich nach irgendwas an, was du nutzt. Ja, ist aber schon schlechter als der, den ich aktuell habe. Aktuell habe ich ja böser Zepper. Ne, böser Katalysator. Der ist mehr oder weniger das gleiche. Ich überlege, ob ich gleich mal wieder auf Anarchie umskillen soll. Es ist schon lustig, mit Anarchie zu spielen, aber ich spiele halt auch sehr gerne mit Sniper und das kann man schlecht damit kombinieren, leider. Handsome Jack ist tot. Ein Kammerjäger hat ihn kaltblütig getötet. Ich werde nicht drohen, bis ich Handsome Jack zurückgebracht und den Kerl gekillt habe, der ihn getötet hat. Das schwöre ich.
Handsome Jack hat so gerne Sachen geschworen. Ich sehe nichts. Warte, ich komm zu dir. Nicht sterben! Lass mich deine Schreie hören! Lebe, lebe, den Skin hab ich schon. Wie die ankommt. Alles down. Wie viele Skins liegen hier denn rum? Ich dich auch. Hey, ich habe endlich mal das gesagt, was ich bei mir auch gesagt habe. Das war sogar was für Psycho. Nö, das war Propellerboot, aber das hatte ich beides halt noch nicht. Ich muss mal wieder Sachen rausschmeißen. Okay. Hier ist auch noch einer, ne? Ein Skin. Okay. Ein blauer. Habe ich schon. Auch schon. Hier levelt man gut. Das stimmt. Liegt aber auch daran, dass diese Teufelstypen da die ganze Zeit ankommen. Ich bin ein Schuss entfernt von 420. Klingt, als wärst du in der Nähe des Signals, aber ich sehe. Oh, warte! Nicht drauf. Die Claptrap-Einheit verschlungen. Du musst den Skid beschützen, bis er den Claptrap auskotzt. Mein Freund. Grüne Pfeile? Hä? Was laberst du? Ich habe nichts von grünen Pfeilen gesagt. Zeig mir ein paar grüne Pfeile, hast du gesagt. Okay. So, der hüpft hier ein bisschen rum. Da sind wilde Krieger, die aus dem Abfluss gekrochen sind. Schlitzen, stechen, hassen, bluten. Bring die Knete heim, habe ich bekommen. Ich habe mich selber geschlagen und dann hat die innere Stimme gesagt, ich hab's verdient. Oh. Ach nö, jetzt halt das. Ich hasse die Medizinmänner. Was, Medizinmann? Ja, paralysierender. Ist tot, scheiße. Ja. Aber ich bin gleich wieder da. Genau in dem Moment halt, wo du weg warst, den Medizinmann gekillt. Ich beschütze den doch. Okay, wenn ich bei diesem Triggermann einen Headshot mache, dann ist er weg. Das sind natürlich mehr Badass-Wilde, ey. Yeah.
So, down. Nächstes Level. Ach komm. Bitte was? Nächstes Level? Ja, was ist damit? Ich kam mir ein bisschen schnell vor. Ich hab's auch in einem Gegner. Bleib mal genau da stehen, Gegner. Skin. Du hast Platzi beschützt, Untertan! Juhu! Jetzt wird er endlich meinen Clip-Clip-Genossen rauswürgen! Endlich habe ich noch einen Clip-Clip gefunden! Juhu! Ach, er ist tot. Hab wir gar nicht gesehen. Tja, dann schlüpfe ich mal wieder in den warmen, kuscheligen Weihnachtspulli, der meine Depression ist. Komm wieder, wenn du fertig bist, Untertan. Okay. Gehört der Subs. Kick. Ich hasse dich! Der nur noch rum. Da noch einen Punkt rein. Könnte ich eigentlich. Ja. Vorne ist auch noch was. Oh, hier kommt man Feuer anzünden. Ich hab Menschen verbrannt. So. In einem Level habe ich den Skill, dass ich Deathtrap Elementarschaden geben kann. Willkommen in Dr. Zeds tragbare Klinik. Was kann ich für dich tun? Bitte was? 7340 mal 2. Wenn du leben willst, macht mehr als meine Pistole. Gut. Das ist aber nur so eine normale für Iron. Mal gerade gucken. Also, die ist auf jeden Fall in der Feuerrate schneller als mein Spiker. Längen schneller. Können wir ja gerade mal gucken, wie die so schießt. Alles klar. Schießt die übrigens auch einfach doppelt. Komm jederzeit wieder vor. Hier haut ja richtig rein. So, was haben wir hier noch für eine Mission? Ja. Rakete. Okay. Wie. Jetzt läuft er dort vorne rum. Fahr dich dann mal rüber. Hey. Ah, ich will aber lieber den anderen Weg, weil den haben wir dann aufgedeckt. Okay. Okay, hier können wir nicht rein. Also fahren wir. Ich dachte, wir wollen jetzt da zu Fuß durchgehen. Warum sollten wir? Du dachtest, du wolltest da lang. Nein. Okay. Bin da nur lang gefahren, um zu sehen, ob man da lang fahren kann.
Schlucki, Schlucki. Warum auch immer die das sagen. Nö, nicht zwei. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das schaffen, geringer. Hier wollen wir hin. Gut. Sind natürlich noch mehr Gegner. Okay. Badass-Bilde. Leben geschenkt. Hämophilie! Da, was liegt denn hier schon wieder alles? Keine Ahnung. Homing Incendiary Singularity. Ja, damit. Den auch mehr Schaden pro Sekunde. Ich habe keine Ahnung. Mach die mehr Feuerschaden pro Sekunde. Wohin guckst du da gerade? Ich schieße das Überboot ab. Das schießt aber auch zurück auf dich. Das schießt uns immer im Vorbeifahren ab. Eben hat es mich nicht gestört. Stören tut es mich auch nicht, aber das heißt ja nicht, dass wir es leben lassen müssen. Du greifst auch alle Passanten an, die dir über den Weg laufen. Manchmal. Hab ich eher weniger. Natürlich sind hier Gegner. Ich komme sofort. Jetzt möchte ich noch das Boot erledigen. Ich habe gerade bemerkt, warum mein Rocket Launcher nicht so gut getroffen hat. Okay, ich hab's auf. Warum? Der prallt am Boden ab. Heißt, deswegen kann ich mich auch nicht selber damit treffen, wenn ich auf den Boden schieße. Warum würdest du das machen wollen? Um mich so stark zu schwächen, dass ich dann meine Fähigkeit einsetzen kann. Okay. Natürlich ist dann Badass-Wilder. Feuer! Feuer! Meine Muckis haben Muckis! Ich halte es nicht! Feuer! Slack Sniper 8000. Da habe ich eine bessere. Und da sind die Raketen. Eine der tollsten Erfindungen, die je das Antlitz von Pandora geschmückt haben. Feuerwerk, einfach herrlich. Schon wieder nicht gesehen? Was? Nein, habe ich nicht. Ich stehe da immer neben und du merkst nichts. Warum sind hier... Warum ist in diesem DLC so viel mit Blitzschaden eigentlich?
Keine Ahnung. Das finde ich nicht toll. Lieber was mit Slack. Aber was Starkes, wenn schon, nicht irgendwas Schwaches. Ah, da ist noch eine Toilette. Okay. Sniper 10.000, Sniper 12.000. Nee. Klingt. Nee, ich hab eine bessere. Da muss man ja tatsächlich durch, um da ranzukommen. Die Pistolen schon wieder. Aber wir haben uns cool gefühlt, hier hinzugehen. Das Schmerzfleisch. Oh, ich könnte jetzt sogar tatsächlich so ein James Bond machen. Mit der Knarre hier. Das Schmerzfleisch. Jetzt im Kino. Bist du bereit, ein großes Viech zu töten? Aye, aye, Captain. Ich habe sogar die richtigen Klamotten dafür. Aber du hast den Hut. Stimmt. Wie kommt da einer hinter uns an? Okay, schluck die. Und ist eigentlich da mehrere Schockteile dran zu platzieren? Das bringt was, ja. Okay. Die machen ja alle nacheinander dann noch Schaden. Das deckt sich ja. Oh, da sind direkt schon Skyhunter. Angriffsmodus! Der beste Robot aller Zeiten! Da wird Deathtrap gleich Spaß haben. Ja. Er könnte sie aber vielleicht mal angreifen. Vielleicht brauchst du ja einen neuen Schild. Ich feuer mal. Ach ja, und der schießt Bomben auf uns runter. Okay. Da musst du aufpassen. Er macht's aber auf mich. Groß, denk! Groß! Bei mir geht's. Was passiert? Ich kille deinen. Ich bin nicht ausgewichen. Ich auch nicht. In dem Moment, wo ich gerade runtergegangen bin, da wollte ich gerade meinen Supermodus machen. Ja, und jetzt? Keine Ahnung. Den können wir da schlecht wegkriegen, so. Sache, du hast nochmal nachgeladen. Den habe ich, glaube ich, tatsächlich von oben von dem Dingens da besiegt. Weil der fliegt da die ganze Zeit nach oben. Einfach mal ausweichen wäre ganz. Das ist auch eine gute Idee. Kann der nämlich auch nichts. Jetzt will ich Kleinholz sehen! Danke für das Schild. Du stirbst nicht heute! Du stirbst jeden Tag! Ja, nicht mal auf uns.
greift jetzt hier der Pfiff an. Der macht manchmal die Rack-Geräusche. So, füll den aber möglichst hier vorne, damit wir auch kriegen, wenn er was. Ja. Das drop. Weise Entscheidung, Claptrap. Wahre Stärke kommt von innen. Oh Gott, das war so klasse! Bring mir bei, so zu sein wie du! So, jetzt noch die letzte. Okay. Nakayama Rama. Ist sogar hier vorne auf dem Weg nach oben und wenn wir dann oben sind, können wir alles abgeben. Perfekt. Fast schon geplant. Blöde ist, jetzt haben wir hier gleich wieder den ganzen Weg mit den ganzen Gegnern. Bring die Axt, trinke die Gesundheit! Was habe ich getan? Badass Wilde schon wieder. Wieder zusammen. Der macht die gerade stärker. Super Badass Wilder. Los! Das ist nicht gut. Okay. Wo ist der Teufelsmedizin? Perfekt. Da saust die Knorpelmühle. Mehr Fleisch für mich. Homing Fireburst. Der unsicherste Mensch auf Pandora. Wir sind in Agros abgestürzt. Mein Plan läuft und der Kammerjäger ist angekommen. Aber leider hat der Kammerjäger jeden Versuch meinerseits, ihn zu töten, überlebt. Was mich ziemlich nervös macht. Aber ganz ruhig bleiben. Denk wie Jack. Was würde Jack tun? Was würde Jack tun? Sterben. Ja. Natürlich. Lass mich da. Und jetzt hau ich rein. Glaub ich dir. Töt ihn. Bin ich bei. Muss nachladen. Oh. Ups. Ich bin versehentlich runtergelaufen. Ja, gut. Wir sind schon wieder die Badass-Wilden. Was groß denken? So, down. Problem ist, da ist noch so ein Medizinmann. Okay. Der kann hier noch Sachen stärker machen. Und kick dich hier wieder runter. Ich komm da mal wieder. Ich hab den mit einem Schlag getötet. Ich
Kommt da noch ein Badass-Wilder? Sieht so aus. Hey! Noch ein Badass-Wilder! Nein! Nein, nein, nein! So, down. Naja. Die Pistole könnte ich mitnehmen. Maximallevel. Was wir ist haben doch schon unser Level erhöht auf 61. Stimmt. Wir müssten es noch auf 72 mit Digi's Truck Peak machen. Aber das machen wir eh erst, nachdem wir das hier alles haben. Gehe ich mal von aus, ne? Bei 72 kann man dann quasi zwei Skill Trees komplett voll machen. Ja, können wir schon jetzt. Geht immer noch bei Ehre. Nummer 5 lebt! Haben vergessen, was sie letztes zu wenig gesagt haben. Irgendwie ist das Spiel plötzlich bei mir laut. Du bist eine geile Maschine! Warum sind hier überhaupt wieder Leute? Ey, das macht keinen Sinn. Hier ist ja unsicher das Gebiet. Dieser Map. Sollte es jedenfalls. Braver Junge! Ich finde deine Gegner scheiße, dass ich da nicht einfach die mit Nahkampf killen kann. Ich höre gerade den kleinen Mann! Ich weiß nicht, woher das kommt. Muss groß denken! Was ist das denn? Es fühlt sich wie so ein Rauschen an, ich glaube. Jetzt hält's wieder. Okay, das kommt nicht mehr. Luftige gefälligst nicht weg! Kann das vielleicht dein Blitzdingens sein? Nee. Oder wenn, dann klingt's zumindest überhaupt nicht nach Blitzen. Jetzt kommen hier schon wieder die Badass-Wilden an. Niemand mag mich trotz allem? Niemand mag mich trotz allem? Aimbotten kann jeder Penner. Ehre meinen Zorn! Steh auf! Du hast Leute zu verletzen! Das hat schon wieder selbst gefallen. Da ist auch noch einer. Ja, der stand da neben dem anderen. Noch ein Badass-Wilder. Reicht ja nicht schon. Zwei. Feuer. Tod durch, Robert. Ach toll, danke, Death Trap. Ich habe gerade meine Fähigkeit aktiviert und dann wurde ich zu meiner normalen Form. Danke. Alles dank Death Trap. Kann ich wieder eine Minute warten, bis ich das einsetzen kann? Oder waren es zwei? Eine. Fleisch! Endlich. So, wir können abgeben. Ja.
Wird auch Zeit, ich bin schon bei 45 Minuten. Oh, metaphorischer Weihnachtspulli der Depression. Du bist so kuschelig und du riechst nach Plätzchen und Tränen. Wir machen diesen Professor fertig. Das stinkt. Raus, raus, raus. Andere die Sprüche klauen, Heidi. Oh. Hey, ich hab den pinkelnden Skag gefunden, der dir so viel Ärger gemacht hat. Er ist irgendwo hier draußen im Wald. Du solltest ihn finden und kalt machen. Nun denn, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.